Hallo Freunde, es ist Jan-Otto Schwarz. Grüß euch, willkommen zum neuen Unboxing. Ja, da ist dann halt diese Kalle drin, um halt die Katzenhaare, Flusen zu entfernen. Ich bin mal gespannt, ob sich das Ding gut macht. Wenn ihr zwischendurch meine Katze sehen solltet, mal, da geht jetzt wieder ins Gamingzimmer, er legt sich jetzt auf die Fensterbank. Okay, alles klar, dann machen wir jetzt mal das Paket auf. Da haben wir dann das nette Ding. Kleinhandlich, ob das was taugt, weiß ich natürlich nicht. Es sieht immer sehr einfach aus, wenn man die Videos alle so sieht, bei Facebook zum vor allen Dingen. Und dann guckt man halt, ob man was Ähnliches findet, und dann findet man das halt. Vom Preislichen ist es natürlich jetzt auch in Ordnung gewesen, nur ja, der Test wird es jetzt zeigen. Ich gehe jetzt damit einfach mal zum Kratzbaum. Und wen sieht man da? Genau, den Frodo. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier... Ja, da ist man nur ewig, also ja, hier, Entschuldigung. Das funktioniert. Man drückt halt ein bisschen fester, man merkt dann sofort dieser harte Widerstand. Aber es ist, ich finde das interessant. Ich weiß mal die andere Seite. Das funktioniert tatsächlich. Bedauert es halt nur, es ist halt, wenn man es, ich habe normalerweise einen Gummihandschuh mit Noppen, ja. Und, aber da ist das irgendwie, dass das, dass die Flusen immer nachhängen bleiben. Das heißt, am Handschuh, die lösen sich dann immer wieder und ich kann immer wieder von vorne abkratzen. Jetzt ziehe ich das ab und dann bleibt das auch nach einem Fleck. Also ich finde das geil. So, für das Ding habe ich auch nicht viel bezahlt. Ist aber eigentlich recht günstig. Ich glaube 4 Euro irgendwas. Damit werde ich das ganze Ding jetzt erstmal sauber machen. Da, wie gesagt, sind 3 Etagen. Funktioniert, finde ich geil. Top, super. Und ja, ich mache da mal weiter. Wenn euch dieses Unboxing gefallen hat, kurz und knackig, ihr wisst, es funktioniert, Test ist auch da. Also, wenn es euch gefallen hat, würde ich über ein Like oder einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten habt einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Virus und ciao mit V.